goldene Kiste. Ach so, ja, die können wir hier in die Vitrine wieder reinstellen. Guten Morgen. Ich habe super geschlafen, eigentlich. Und ich bin fix und fertig. Gestern war ja so ein total motivierter Tag von mir. Und ich habe sehr viel gemacht gestern. Und bin aber gestern Morgen schon mit verschnupfter Nase aufgewacht. Das ist dann aber im Laufe des Tages weggegangen. Und heute habe ich das wieder. Aber heute fühle ich mich auch so ein bisschen benebelt oder so. Deswegen habe ich mir jetzt hier einen Tee gemacht. Und zwar habe ich eine neue Sorte. Der ist jetzt von Teekanne. Den gibt es auch nachgemacht. Ich glaube bei Netto. Türkischer Apfel. War der bei Netto? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die günstige Variante. Die schmeckt auch super. Und das ist so lecker. Ein bisschen für den Hals. Bernd ist jetzt gerade duschen. Der muss nämlich heute nochmal arbeiten. Und dann haben wir endlich Wochenende. Und das ist ja das Wochenende, wo wir gammeln, wo wir nichts machen, außer gammeln und den Kamin anmachen und essen und schlafen und Filme gucken. Und da freuen wir uns so sehr drauf alle, sogar Calvino. Oh. Ja. Entschuldigung. Calvino hatte ja auch, er hatte erst Quarantäne von der Schule aus. Dann hatte der die Ferien, Herbstferien, und dann danach war der ja noch eine Woche krank. Und ja, das war die erste Woche, wo er so wirklich zur Schule gegangen ist. Der hatte zwar Homeschooling und so, aber das ist ja alles ein bisschen entspannter, da hat man ja keinen Zeitdruck und so. Und der hatte noch kein Schokoticket und das war jetzt so stressig morgens immer hier. Die ganze Woche erstmal wieder reinkommen in diesen Alltag, also früh aufstehen, pünktlich in der Schule sein und oh. Ja, ich sag euch. Und dann noch der ganze Umzug, das auch noch nebenbei. So, mein Tee lasse ich jetzt ziehen und ich mache uns jetzt eben unseren Shake. Und ich habe endlich wieder Grünkohl geholt. Gestern im Netto. Weil sonst hatten wir den jetzt echt lange ohne Grünkohl. Ja. So, dann kommen wir mal rein. 3 oder 4, 5 Paranüsse, je nachdem, wie viele ich gerade greife. Und eine esse ich immer sofort für meinen Selen. Und dann Leinsamen. Normalerweise mache ich da so 4, 5 Teelöffel rein. Aber jetzt in der Schwangerschaft mache ich da 10 Teelöffel rein, weil erstens wegen meinem Omega-3. Und zweitens, weil ich ja so viel Eisen zu mir nehmen muss, soll. Und ihr wisst, Eisen stopft und Leinsamen lösen, damit ich da keine Probleme bekomme. Und dann kommen da immer in Wasser eingelegte Datteln rein. Ich habe hier noch 5 Stück drin, die sind allerdings mit Stein. Und dann habe ich gestern schon neue eingelegt in Wasser, damit die schön weich werden. Dann können die besser gemixt werden. Und die sind ohne Stein. Und das ist wesentlich einfacher, weil die kann man einfach so in den Mixer schmeißen. Du musst ja nicht erst den Stein rausholen, logischerweise. Der Tiger runter. Du kriegst keine Datteln. Er wartet auf sein Frühstück, der Smurfy. Achso, Datteln mache ich immer so 10 bis 15, je nach Größe. 7, 9, 11, 14. Und nach Laune. Laune entscheidet auch. So. Unser super Grünkohl. Grünkohl ist ja auch eine Art Superfood. Also Folsäure, gerade was ja auch in der Schwangerschaft wichtig ist. Kalzium, alles Mögliche.
Erdbeeren. Ja, super. Einen schönen grünen Schreckshake. Cool. Ist, ja, ist ungewohnt, wenn der so grün ist, oder? Hoffentlich schmeckt er nicht nach Grünkohl. Nein. Ich esse das erst für dich. Hast du 10 Minuten, wenn ich loskomme? Ja, perfekt. Einmal testen, ob das schon smooth ist. Wir haben Glück, er schmeckt nicht nach Grünkohl. Ja. Auch wenn er so schrecklich aussieht. Das sieht echt fürchterlich aus. Was ist das hier alles? Das sind Tupperdosen für den Laden und so. Schaut mal, wer ganz schön mit mir kuschelt und die Tiersendung mit mir schaut. Er ist so süß. Er hat jetzt die ganze Zeit geschlafen, ne? Etty? Etty? Hallo? Er ist ganz fasziniert davon, das zu schauen. Ich habe mir schon einen Weihnachtsstern geholt. Habt ihr auch schon welche? Ich habe den jetzt einfach bei Aldi mitgenommen. Für 1,96 Euro. Und ich habe mal ein Jahr ausprobiert, die nicht zu gießen, sondern in warmem Wasser zu tauchen, also lauwarmes Wasser in eine Schüssel oder in den Blumentopf halt, wo der drin steht, und dann die ganze Pflanze, den Topf so da rein dippen, dass sie sich richtig vollsaugen und dann abtropfen lassen wieder. Und das dann halt immer nur, wenn die trocken sind. Und das hat wirklich, da hat er den ganzen Winter bei mir gehalten, dieser Weihnachtsstern. Und das versuche ich dieses Jahr auch nochmal. Jetzt können wir sowas ja schon stehen lassen. Am Anfang, als wir den Smurfy neu hatten, als der Welpe war, da hätte der alles abgefressen. Die Kabel, die verschwinden natürlich irgendwann noch im Kabelkanal. Aber das wäre nicht möglich gewesen, auch nicht provisorisch so. Oh, jetzt muss er mich beschützen hier? Oder was ist los? Der hätte alles angekaut. Du bist so süß, die Ohren von hinten. Hm? Ja. Baby! Fein! Hallo! Hallo! Hm? Ja. Glitzerst wieder alles voll hier mit deinen Haaren. Ja, und ich chill hier noch ein bisschen. Ich habe jetzt meinen Shake ausgetrunken, diesen riesigen grünen Schreckshake. Der war echt lecker, weil der sah ekelhaft aus. Ja, Smurfy hat jetzt ein bisschen geschlafen. Ich habe es versucht, aber konnte nicht schlafen. Und gleich gehen wir eine große Runde spazieren, ne? Ja, machen wir das gleich. Du bist hier eine Fledermaus. Ja. Und dann starte ich nach dem Spazierengehen hier mit. Also Wäsche läuft schon. Haben wir hier den Haushalt ein bisschen. Entschuldigt. Bereite schon mal das Essen vor, wenn der Bernd von der Arbeit kommt. Heute gibt es bei uns Pizza, machen wir selber. Und dann machen wir den Kamin an hier. Den machen wir eigentlich jeden Abend jetzt an. Das ist so schön. Wir genießen das voll. Gestern hatten wir auch Geburtsvorbereitungskurs abends hier. Also online halt ist das ja alles zurzeit. Und dann haben wir den Kamin angemacht und haben uns hier im Wohnzimmer hingesetzt und diesen Online-Geburtsvorbereitungskurs gemacht und schön den Kamin dabei angehabt. Das ist richtig kuschelig. Und jetzt halt, ja, wo wir dieses Gammelwochenende machen, da kann man das so richtig auskosten. Calvino und ich frühstücken gerade und schaut mal, was er sich gemacht hat. Ein Nugget mit zerlaufendem Käse und Möhren und Reis und Rucola. Total delikat. Und sowieso kocht der Calvino total gerne für uns, ne? Du machst das gerne. Oh, toll, ich habe mich schon bekleckert hier. Ich kann nicht frühstücken. Ja, heute ist das Video online gekommen, wo ich Calvinos YouTube-Kanal erwähne.
Und der hat sich voll gefreut, weil einige von euch sind tatsächlich rübergegangen. Da sind so Hundevideos hauptsächlich zu sehen, ne? Was? Ja, ein Infovideo und der Rest sind Hundevideos und ich lade Videos von Smurfy und von dem Hund von meiner Oma einen Dackel hoch. Und ja. Ja. Das genau. Letzte Video, was ich hochgeladen habe, da haben die alle Fußball gespielt. Genau. Und eine Roomtour wolltest du auch machen. Wollte ich auch machen. Genau, ja. Und der Link zu Calvinos YouTube-Kanal ist unten jetzt immer unter meinen Videos. Ich wurde nämlich gefragt, jemand hat den nicht gefunden und deswegen ist der Link jetzt immer unten in der Infobox, falls jemand da mal vorbeischauen möchte. Der wird sich sehr freuen, der Calvino. Wer kennt das noch, was Calvino hier macht? Habe ich früher in der Schule jeden Tag gegessen. Platsch, feste drücken. Hast du das schon mal gegessen? Nein, noch nie. Noch nie? Ja, probier mal. Ich bin gespannt, wie dir das schmeckt. Ja, ja. Ich film dich nicht. Okay. Keine Sorge. Nur so die Hand sieht man und den Etti. Was sagt die Jugend von heute zu unseren... Lecker. Lecker, ne? Das konnte man früher bei uns in der Schule kaufen, im Kiosk. Ein N-Brötchen. Oh, wie schön das ist, ne, mit dem Kamin. Wir haben auch erst gerade 28,5 Grad hier gehabt. Wir haben jetzt Fenster aufgemacht, um ein bisschen zu lüften. Der Etti schrömmelt gerade hier die, die ungarische Nicht-Pfandflasche. Zeig mal. Das Erdbeerwasser hier, was Bernd sich aus Ungarn mitgenommen hat. Nein. Ja, und gucken Fußball und schaut mal, ich habe so eine Lichterkette mit Batterie gefunden. Die habe ich da an dem Dings gemacht. Weihnachtsstern. Das sieht jetzt aus, egal. Ich war baden, während Bernd Fußball geguckt hat. Und habe jetzt meine Nägel mit Klarlack gemacht. Und jetzt starten wir ins Gammelwochenende. Ne, Bernd? Mhm. Mhm. Alle voll happy und so schön gemütlich mit dem Kamin. Wir machen gleich die Fußbodenheizung aus. Es dauert ja immer ein bisschen, bis sie sich reguliert hat und so. Und dann werden wir morgen hier den ganzen Tag mit Kamin heizen. Ne, Etti? Jo, gib mal her. Gib mal her. Ja, okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.